Rekordjagd, die zweite. Nachdem die Ulmer mit einem Sieg gegen Vechta einen neuen Clubrekord in puncto Siegesserien aufgestellt haben, könnte mit einem Erfolg am Sonntag in Bonn ein 47 Jahre alter ligaweiter Rekord eingestellt werden. 25 Siege in Serie, von Spieltag 1 bis zum Titel. Die perfekte Saison, das schaffte TuS Bayern 04 Leverkusen in der Spielzeit 69-70. Und nun könnten es die Ulmer sein, die sich in die Geschichtsbücher eintragen. Es geht darum, Teil der Geschichte zu sein, auf das zurückzuschauen, was wir gemeinsam geschafft haben. Ich denke, alle Spieler, der Club und die Fans denken genauso. Es sind die Dinge, die in Erinnerung bleiben. Du spielst um den Sieg und darum, Teil der Geschichte zu werden. Am Sonntag in Bonn stehen die Ulmer vor der nächsten schweren Aufgabe. 5 Spiele in Folge konnten die Rheinländer zuletzt gewinnen, darunter je eines gegen die Tabellennachbarn Berlin und Bayreuth. Einen besonderen Anteil an der Erfolgswelle haben die beiden Big Men Horton und Gamble, die mit durchschnittlich 15,6 und 16,8 Punkten in den letzten Partien dominierten und mit 31 Punkten im Fall von Horton gegen Berlin und 29 Punkten von Gamble gegen Bayreuth für die entscheidenden Big Plays sorgten. Die Jungs kämpfen, aber darauf kann ich mich nicht konzentrieren. Wir gehen als Team raus und wollen spielen wie bisher. Sie sind ein gutes Team, aber wir müssen einfach unser Ding machen. Bereits am Samstag starten die Youngstars in die Pro-B-Playoffs. Mit dem Sieg im letzten Saisonspiel gegen Rhöndorf sicherten sich die Weißen Horner den zweiten Tabellenplatz. Für das Team von Headcoach Danny Jansson beginnt nun die heiße Saisonphase. We are excited, of course, and klar sind wir aufgeregt und wollen das Spiel gewinnen. Wir sind froh über den Heimvorteil. Wir haben die Saison stark beendet, also hoffentlich holen wir den Sieg. Dabei könnte es sich als Vorteil erweisen, dass ein Großteil des Teams nicht nur in der Bundesliga, sondern auch auf europäischem Parkett einiges an Spielzeit verbuchte. Ein Verdienst, der vor allem dem Ulmer Headcoach Thorsten Leibenaar zu verdanken ist. Ich bin dankbar, dass der Coach mir die Möglichkeit gegeben hat. Es war eine gute Erfahrung. Mit 19 Jahren gegen diese Teams gespielt zu haben, war großartig. Damit die Youngsters am Samstag positiv in die Playoffs starten, gibt es von den Profis noch einen gut gemeinten Ratschlag. Sie müssen das beherzigen, was sie das Jahr über gelernt haben. Das Kämpfen, alles zu geben, sich durchzubeißen. Es geht jetzt Spiel für Spiel, denn du willst nicht ausscheiden. Sie müssen da jetzt durch. Playoff-Zeit, die schönste Zeit des Jahres. Was für die Youngstars ab Samstag Wirklichkeit wird, liegt für die Ulmer zwar noch etwas entfernt. Doch mit einem Sieg in Bonn können sie sich schon jetzt das Heimrecht fürs Viertelfinale sichern. Patrick, 2,60 Euro. Zahl damit, dann seid ihr quitt. Ruckzuck ist einfach. Geld schnell und leicht per Handy senden. Mit Quitt, einer Funktion unserer App.